Wir haben zurzeit die Eisheiligen und heute ist der 12. Mai, Eisheilige Pankratius. Dazu habe ich einen Text gefunden, den ich gerne mal vorlesen möchte. Unsere thematische Annäherung an die Kirche beginnt mit dem Schutzpatron der Gemeinde, dem Kirchenheiligen St. Pankratius. Bereits die erste Kirche der Elbinsel auf dem Avenbeck belegen war dem Schutzheiligen St. Pankratius geweiht. Zugunsten dieser als St. Pankratius bezeichneten Kirche erlässt der Vatikan im Jahre 1300 eine Ablassverfügung. Der Legende nach stammt Pankratius aus der römischen Provinz Pyrgien, heute Westtürkei. Um 290 geboren, reiste er als Jugendlicher im Jahre 303 nach Rom. Er wurde Mitglied der römischen Christengemeinde, geriet in die Christenverfolgung und wurde nach Gefangennahme und Verurteilung am 12. Mai 304 enthauptet. Die Grabstätte ist in Rom heute noch in einer Kirche zu sehen. Die Heiligen Mamertus, 11. Mai, Pankratius, 12. Mai, Servatius, 13. Mai, Bonifatius, 14. Mai und Sophia, 15. Mai, werden Eisheilige genannt. Die späten Nachtfröste und die kühlen Tage Mitte Mai waren und sind noch gefürchtet von den Landleuten, weil Saaten, Blüten, Fruchtstände, Gemüseblumen leicht erfrieren, zumindest im Wachstum verzögert sein können. In den Zeiten ohne Treibhäuser, Tunnel und Folien und Beregnungsanlage konnte man es nur mit Anbetung der Heiligen versuchen. Die fürchtenden und hoffenden Menschen sahen in dem jeweiligen Tagesheiligen die rettende und helfende Kraft. Bei drohender Frostgefahr wurden viele Male die entsprechenden Heiligen im Gebet angefleht, das drohende Unheil abzuwenden. So kam es zu der Bezeichnung Eisheilige. Wenn der Schutzpatron auch noch versehen ist mit der Rolle des Beschützers der Kinder, der Saaten, des Eides bzw. der Verfolger des Meineides, dann ist seine Erwähnung durchaus verständlich. Mehr als 100 Kirchengemeinden in Deutschland sind nach diesem früheren Märtyrer der Christenheit benannt. Es gibt noch eine bereits erwähnte St. Pankratius-Kirche in Hamburg, in Neuenfelde. Wir sehen im Hintergrund vom heutigen Stand aus, dass Gemüse und Aussaaten unter Folien oder in Folienhäuser angetrieben werden.